Hallo, mein lieber Steinbock. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Und herzlich willkommen zu der Liebeslegung für den Februar 2024. Ich möchte mir gerne ansehen, was da zwischen dir und deinem Gegenüber so los ist, was euch verbindet oder auch zwischen euch stehen kann und wie der Ausgang aussieht. Du bedenkst einfach nur, dass die Legung wie immer allgemein ist und nicht unbedingt alle betreffen muss, was ihr wisst. Aber ihr werdet das merken, ob das eure Liebessituation widerspiegelt. Und bedenke auch, dass die Seiten, die wir beleuchten, vertauscht sein können. Also du kannst auf der einen oder auf der anderen Seite sein. Und dein Gegenüber ist eben der Mensch, an den du denkst. Ob das jetzt dein Partner oder dein Wunschpartner ist, spielt keine Rolle. So, Steinbock, als erstes schauen wir uns eine Hauptenergie an zwischen euch. Steinbock, Liebe, Februar 2024. Wie sieht denn die Hauptenergie aus in der Liebe zwischen euch? Eine Hauptenergie, Steinbock, Liebe, Februar. Was ist da los in der Liebe, Steinbock? Eine Hauptenergie für euch? Oha, der Ring kommt hier gleich rausgesprungen, was ja auch eine feste Verbindung anzeigt, eine Beziehung. Innigkeit, sich verbunden fühlen zu einer Person. Das kann wirklich eine Beziehung anzeigen, dass ihr schon in einer Beziehung seid oder eben auch, dass ihr euch verbunden fühlt, dass man auf eine Partnerschaft hinarbeitet oder eben auch sich noch fester zu verbinden, vielleicht sogar auch einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Kann aber auch in einigen Fällen den Kreislauf anzeigen, ne? Den ewigen Kreislauf. So, dann wollen wir mal schauen, was auf deiner Seite und auf der Seite deines Gegenübers los ist. Steinbock, Liebe, was ist auf deiner Seite los oder auf der Seite deines Gegenübers? Gedanken, Gefühle, Emotionen, Verhalten, Februar. Freiheit. Eine Karte für Gegenüber, Steinbock. Leidenschaft. Wir holen uns noch Tarotkarten dazu vorher. So. Auf der ersten Seite Freiheit. Was ist da los, Steinbock? Der Hierophant. Auf der anderen Seite Leidenschaft. Was ist auf der anderen Seite los? Noch eine Karte. Zwei. Dann haben wir einmal die Welt verkehrt und die Acht der Kelche. So, ich hoffe, ihr könnt das gut sehen hier. Ja. Dann wollen wir doch mal schauen, Steinbock. Auf der ersten Seite. Freiheit und der Hierophant. Es kann sein, dass sich jemand auf dieser Seite gerne so ein bisschen befreien möchte oder auch eben freier sein möchte, die Freiheit genießen möchte. Aber es kann auch so sein, dass diese Person auf dieser Seite die andere Person so ein bisschen vereinnahmt bzw. einengen will oder vielleicht auch unbewusst. Denn hier haben wir den Hierophant, der steht für den Stier. Das ist so eine Regel, sage ich jetzt mal. Vielleicht hat diese Person gewisse Regeln, auch so eine konservative Sicht, so von wegen, ja, wir sind verbunden, wir sind verheiratet oder ja, wir sind fest verbunden. Und da gibt es auch gewisse Regeln, ne? Steinbock, das können auch alles die Gedanken widerspiegeln. Das muss jetzt nicht so sein, dass die Person das so raus sagt. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite du bist, vielleicht bist du das ja auch. Also hier ist jemand vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, herrisch, ne? Dass man sagt, also das muss so ein bisschen nach den Regeln gehen, beziehungsweise nach meinen Regeln auch, ne? Du kannst jetzt nicht einfach so in die Freiheit abhauen oder dich befreien von irgendeiner Angelegenheit, von irgendeiner Situation, von einer Lage, dich von mir befreien, so ungefähr. Also das kommt mir als erstes hier durch. Es kann aber auch so sein, dass diese Seite sich auch nicht unbedingt so gerne ganz fest binden möchte, so von wegen heiraten und so weiter, weil man möchte seine Freiheit doch schon noch genießen. Kann man auch in einer Ehe, so ist das ja nicht, ne? Aber es kann sein, dass man so ein bisschen hin und her schwankt und sich sagt, ja, wie sieht es denn mit der Freiheit aus, ne? So innerlich, emotional, eigentlich möchte ich die Freiheit genießen. Ne? Ich möchte noch ein freier Mensch sein, so ungefähr. Ne? Weil hier ist die Verbindung ganz fest, beziehungsweise auch der Kreislauf. Sich verbunden fühlen ganz stark, eine Verbindung eingehen.
Ne, vielleicht sogar Ehehochzeit, Verlobung oder so. Jedenfalls auf dieser Seite kommt es mir so vor, als ob das hier mehr so diese Vereinnahmung ist, ne? So von wegen, ja, nee, da habe ich auch noch ein Wörtchen mit zu sprechen, so ungefähr. Gucken wir mal, was die Emotionen dazu sind. Steinbock Freiheit und der Hierophant. Was ist denn hier auf dieser Seite los? Freiheit und der Hierophant. Oh, Wut. Ja, siehst du, noch eine Karte. Und Training. Was ist das denn hier? Ja, sage ich ja, eine Person verspürt vielleicht wirklich so eine innere Wut manchmal auch, ne? Und die Seite zeigt wirklich so ein bisschen diese Stärke oder lässt diese Stärke so ein bisschen raushängen, ne? Vielleicht muss diese Person sich sogar manchmal irgendwie abreagieren, ne? Vielleicht fährt man auch ganz schnell aus der Haut oder so, ne? Oder sagt Dinge, die man vielleicht im Nachhinein gar nicht so meint, weil man aus der Wut heraus irgendetwas sagt und dann muss man sich erstmal wieder abreagieren. Man könnte ja auch wirklich mit Dingen nicht so wirklich einverstanden sein, was die Person macht oder wie die Person sich verhält. So, es kann aber auch sein, dass die andere Person sich vielleicht irgendwie ein bisschen verändert hat oder auch Dinge für sich einfach auch macht. Hier sehen wir jetzt Training, ne? Sich fit machen, Fitnessstudio etc. Das muss es jetzt nicht sein, sondern es können andere Dinge sein, ne? Die Person vielleicht so ein bisschen wütend macht, innerlich auch, ne? Wo die sich fragt, was ist denn mit Gegenüber los, ne? Warum auf einmal? Warum so viel trainieren oder auch eben egal, jetzt vermehrt auf sich achten? Sowas kann das natürlich auch sein. Wir klären das mal auf Steinbock. Was ist denn hier los? Freiheit, der Hierophant, Wut und Training. Auf dieser Seite die Treppe. Noch eine Karte. Aha, ja. Oh ja, ich sage ja. Hier hat jemand so ein bisschen Angst, dass eine Person wirklich sehr eigen und selbstständig wird. Also ihren oder seinen eigenen Weg einfach geht. Man könnte auch so einen Aufstieg mitbekommen der anderen Person, ne? Das könnte diese Person, warum auch immer, ein bisschen ängstlich, neidisch oder auch wütend machen, so ein bisschen, ne? So von wegen, ja, die hat Angst, dass man dieser Person aus den Händen gleitet. So eine Panikreaktion, vielleicht so eine Panikemotion ist das hier. So ein Level in die Selbstständigkeit vielleicht. Oder Unabhängigkeit. Das ist auch so dieser Gedanke, ja, ich muss da jetzt wieder stückchenweise auf die Person zugehen, ne? Sonst gleitet die mir wirklich aus der Hand, aus den Fingern, ne? Aber unbemerkt. Also hier scheint jemand doch so ein bisschen die Stärke raushängen zu lassen. Möchte das Ganze mehr unbemerkt vollbringen, ne? Was haben wir denn da im Hintergrund, Steinbock? 99. 18. Ja, das ist der Hund, ne? Was ja auch wirklich für Treue steht, sich schützen, auch großes Vertrauen, Vertrauen zu haben. Dieser Person zu vertrauen, selbst im Vertrauen sein. Hier könnte es sein, dass jemand auch ein bisschen Selbstwertprobleme hat, das aber gar nicht zeigt, sondern mehr so durch Stärke und so, ne? Und Macht vielleicht auch. Also hier hat irgendwie jemand Angst, dass die andere Seite irgendwie ihren eigenen Weg geht und dabei das Gegenüber vielleicht auch sogar vergessen könnte, Steinbock. Wir gucken jetzt auf der anderen Seite. Da haben wir Leidenschaft, die Welt verkehrt und die Acht der Kelche. Hier zeigt sich nämlich die Leidenschaft für irgendetwas auf, ne? Seinen Leidenschaften folgen wollen. Vielleicht sind das Dinge, die die Person eigentlich gerne umsetzen möchte, wo sie auch eine neue Leidenschaft entdeckt hat, vielleicht, was man gerne macht, was man tut, was man vielleicht auch lernen will. Sowas kann das sein. Und dann haben wir die Welt verkehrt. Das ist so dieses Gefühl von, ja, mir stehen da so ein bisschen Steine im Weg oder etwas ist verzögert dadurch, ne? Die Person könnte das Ganze so ein bisschen schwierig machen, dass man glaubt, ja, so viele Perspektiven habe ich gar nicht, beziehungsweise man kann etwas nicht richtig abschließen, ne? Etwas ist einfach noch nicht abgeschlossen oder kann abgeschlossen werden. Auch könnte die Welt
Kopf stehen gerade, so ein bisschen für die Person, ne? So ein bisschen Verwirrung, die Welt steht Kopf, etwas ist einfach noch nicht vollbracht oder ja, es wird so dargelegt, ne? So, und die Achterkelche besagt ja auch, dass man gerne weiterblicken möchte, ne? Weitergehen, neue Horizonte sehen, ne? Etwas vor sich sehen, was vielleicht noch unbekannt ist, aber man möchte da gerne hin. Auch vom Gefühl her, ne? Emotionsreise, diese Reise antreten wollen, auf neue Wege zusteuern. Dieses Gefühl verlassen von, ja, mir steht eigentlich nicht viel offen, so ungefähr, ne? Sondern man sieht da was vor sich und man möchte da auch hin. Ne? Die Person ist dabei, sich dahin zu bewegen, jedenfalls emotional oder kopfmäßig. Klären wir das mal weiter auf. Die Leidenschaft, die Welt verkehrt und die Achterkelche, was ist denn da los auf der Seite? Steinbock. Beschämtheit, aha. Noch eine Karte. Steinbock, was ist auf der anderen Seite los? Oha, siehst du? Abgrund. Ja, Beschämtheit. Beschämt über etwas oder auch eine Situation belächeln. Das ist dieses, ja, man schämt sich nicht für eine Situation, aber man hat da so ein komisches Gefühl bei, ne? Man fühlt sich vielleicht auch ein bisschen beobachtet von der anderen Person. Oder man sagt sich, ja, das ist Quatsch oder das sind vielleicht Flusen im Kopf. Und dann haben wir hier Abgrund, ne? Sich kurz vorm Abgrund befinden, so von wegen, vom Gefühl her, ne? Was dann die andere Person betrifft. Wie soll ich sagen, ne? Dass man damit vielleicht auch ein bisschen reizen könnte, aber nicht bewusst, weil hier möchte sich jemand einfach was ermöglichen, möchte seinen Leidenschaften folgen, vielleicht auch wirklich einfach nur mehr Freiheit genießen, was die andere Person dann vielleicht nicht so prickelnd findet, ne? Vielleicht spielt hier auch Eifersucht eine Rolle, dann ist ja manchmal so, ne? Manche sind ja so, dass sie dann Bedenken haben oder nachdenken, darüber grübeln, irgendetwas sehen, was gar nicht da ist. Also entweder hat die Person das so im Gefühl auch von wegen, ja, wenn ich das jetzt mache, dann bewege ich mich wirklich auf dem Abgrund, ne? Dann könnte es in Streit ausarten oder dann könnte ich die andere Person verletzen etc. Aber die Person möchte eigentlich dem Gefühl folgen, ne? Möchte eigentlich dem Gefühl folgen, möchte sich Dinge eröffnen, erweitern. Klären wir mal auf. Steinbock, was ist auf der anderen Seite los? Oh, die schwarze Feder. Ja, ja. Noch eine Karte, Steinbock. So, uiuiui. Und die Fische. Für einen kleinen Teil kann es auch eine finanzberufliche Sache sein, ne, die man vielleicht hier weiterentwickeln will oder wo man drauf zusteuern will, was dann auch so ein bisschen für Trubel sorgen kann, ne? Weil man mit einer gewissen Lage nicht mehr zufrieden ist. So, das ist generell die Unzufriedenheit in einer Sache. So von wegen, ja, irgendwas tut hier nicht gut, tut dieser Person nicht gut und dieses Gefühl vermehrt sich. Das ist auch die Seele, die sich hier widerspiegelt, ne? Das Ganze, was federn lässt, so langsam. Eine Situation mit Folgen. Auch hier Enttäuschung und Misstrauen, was sich hier vermehrt. Ne? Dieses Misstrauen dieser Person, ne? Damit kann die Person auch nicht umgehen. Es nervt und es führt zum Freudverlust. Ne? So von wegen Miesmacher, so Miesmacher. Was haben wir da im Hintergrund, Steinbock? Schon wieder. 18, der Hund, wie hier auch. Das ist auch das Vertrauen. Vertrauen zu haben, endlich Vertrauen zu haben, Vertrauen aufzubauen, auch zu der Person, je nachdem, ne, wie ihr jetzt in einer Verbindung steht. Vertrauen zu haben, auch bedingungslose Liebe, ne, egal, bedingungslose Liebe, ne, den Partner auch mal freilassen, das machen lassen, was er möchte, was sie möchte, ne, Dinge, je nachdem, was das ist. Das zeigt auch die Treue an, ne? Der Hund. Vielleicht denkt auch jemand hier, wie sieht es denn mit der Treue aus? Treue, Schutz, Verständnis auch. Steinbock, wir gucken mal, was euch verbindet oder was zwischen euch stehen kann. Steinbock, was verbindet euch oder was steht zwischen euch? Steinbock.
Herzensmensch, Wunschpartner, Beziehungsmensch. Liebe zuerst dich selbst. Deine Selbstachtung macht dich attraktiver für die Liebe. Da haben wir es wieder, die Selbstachtung, ne? Selbstwertgefühl, Selbstachtung, was beide auch haben müssen, ne? Sich selbst lieben und vertrauen, Vertrauen lernen, ne? So, wenn man das Ganze so ausstrahlt, ne? Das ist nur gut für die Liebe und sowieso, dann wird man auch gleich attraktiver, ne? Auch die Freundlichkeit überhaupt, die Freundlichkeit in der Liebe. Ziehen wir noch eine Karte dazu. Liebe zuerst dich selbst. Steinbock, was haben wir denn hier noch? Was euch verbindet oder was zwischen euch stehen kann. Pokerface-Enthüllung. Sich in die Karten schauen lassen, Gefühle preisgeben. Ja, Aufdeckung, Mitteilung, Gefühle preisgeben. Das sagen, was man denkt, was man will, was man fühlt, welche Emotionen hier hinter stecken. So wie hier zum Beispiel, ne? Wenn man diese Wut innerlich zum Brodeln bringt, aber verschließt und nicht rauslässt oder auch nicht wirklich sagt, was denn los ist, was stört diese Person, ne? Warum, welche Ängste stecken dahinter, mit offenen Karten spielen hier. Es kann sein, dass einer von euch beiden da wirklich die Gefühle preisgibt, beziehungsweise auch ein bisschen in seiner inneren Welt reinschauen lässt, ne? So wie man das Ganze empfindet, was man denkt, aber auch durch Reaktionen kann das dann auch passieren, ne? Holen wir noch eine Karte dazu. Liebe zuerst dich selbst, Pokerface-Enthüllung, Steinbock. Was euch verbindet oder auch was zwischen euch steht. So, da haben wir die Lupe, was auch für Beobachtung steht. Betrachtung, etwas genau betrachten, unter die Lupe nehmen, ne? Jemand, ja, könnte da wirklich ständig irgendwie alles unter die Lupe nehmen oder auch alles beobachten wollen, anschauen wollen, ne? Näher betrachten. Hier wird auch gesagt, man sollte hier etwas wirklich genauer betrachten, wenn jemand da wirklich so reagiert, ne? Warum ist das denn so? Was ist denn da los? Was ist denn dein Problem genau? Auch überhaupt Dinge wahrnehmen der anderen Person und nicht zum Beispiel oberflächlich, ne, dass man sich gar nicht so interessiert dafür, sondern gleich irgendwie aus der Haut fährt, egal was das jetzt genau für eine Sache ist, sondern man sollte sich das auch anschauen, auch wenn man vielleicht nicht ganz damit einverstanden ist, Steinbock. Trotzdem sollte man sich das auch anschauen, was der Partner gerne möchte oder dieser Mensch, ne? Mit Betrachtung. Das Ganze mit betrachten. Wir gucken mal, was die Ausgangslage sagt vorerst zwischen euch. Wie sieht die Ausgangssituation aus, Steinbock? Da haben wir zwei. Oh, ja. Hier, der Teufel, Steinbock, deine eigene Energie. Und sieben der Kelche. Ja, also, da brauche ich ja nicht viel zu sagen, glaube ich. Das ist diese verwickelte Situation, ne? Diese Abhängigkeit. Jemand macht einen abhängig. Das ist diese verwickelte Situation, diese verzwickte Situation, ne? Abhängig machen, jemanden abhängig machen, Eifersucht, Gebundenheit, jemanden an sich festbinden wollen am liebsten, sodass auch hier wirklich sämtliche Illusionen oder Träume, Ziele platzen könnten oder dass man das glaubt, ne? Aber hier zeigt sich auf, dass jemand wirklich versuchen möchte, etwas zu wählen, Entscheidungen zu treffen, egal wie die andere Person reagiert oder was die andere Person denkt. Man möchte etwas für sich ergattern, man möchte sich etwas erfüllen, man möchte seine Träume, seine Ziele, seine Wünsche in die Tat umsetzen, Steinbock. Nicht? Etwas will auch nicht als Illusion betrachtet werden oder als Illusion bleiben, sondern jemand möchte wirklich wählen, sich entscheiden, ne? Dinge verwirklichen auch, egal wie der andere Partner drauf ist, reagiert oder so, ne? Das ist, wie gesagt, deine Energie, ne? Dass du da etwas verwirklichen willst oder auch eben hier diese Energie von, ja, sich abhängig fühlen, ne? Aber das ist schon diese Energie von Befreiung hier, aber Blockaden sind einfach noch da, sich blockiert fühlen. Wow, Steinbock, Mensch, das ist auch eine krasse Legung hier gewesen.
Wie gesagt, das muss ja nicht alle betreffen, aber wenn ihr in dieser Lage seid, dann wisst ihr das ja, ne? Dann wisst ihr das. Steinbock, danke dir fürs Zusehen und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Februar und auch ganz viel Glück in der Liebe. Wenn dir die Legung gefällt, zusagt, dann würde ich mich freuen, wenn du ein kostenloses Abo dalässt oder ein Like, wenn du das noch nicht getan hast. Und ja, dann bis bald. Tschüss.